Mit dem Bier in der Hand, so lässt sich's demonstrieren. Denn für die Gastwirte und Hoteliers ist das Maß voll. Auf dem Frühlingsfest ihres Verbands DEHOGA auf dem Cannstatter Wasen fordern sie unter anderem weniger Bürokratie und ein flexibleres Arbeitszeitgesetz. Diese feste, starre Verordnung, das ist schädlich für uns. Aber es will dabei keiner, wirklich keiner, dem Angestellten auch nur eine Minute streitig machen, dass sie nicht kriegt. Wenn die Gäste anstoßen, dann wollen die Gastwirte perfekt aufgestellt sein. Wir würden gerne arbeiten, wenn Gäste hier sind, aber das lässt der deutsche Staat uns leider nicht zu. Das heißt, wir müssen nach 8 oder 9 Stunden müssen wir Feierabend machen. Viele Gäste kommen erst später. Wenn es so weitergeht, was passiert denn mit der Gastronomie? Dass die guten Leute immer weiter abwandern und nicht mehr bereit sind zu arbeiten für die Gastronomie. Viele Forderungen also an die Bundesregierung. Entsprechend groß war gestern die Erwartung an den Gastredner, ausgerechnet Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der saß im Grandels-Hofbräu-Zelt in vertrauter Runde mit seinem Schwiegersohn und Innenminister Thomas Strobel zusammen. Schäuble ist nicht als großer Bierzeltredner bekannt, doch mit dieser Aussage hat er den Applaus sicher. Wenn am Wochenende eine Familienfeier ist, dann können Sie nicht nach 10 Stunden sagen, so jetzt los, der Dessert kommt nächste Woche. Das geht eben nicht und da kann man mehr Flexibilität machen. Die Gastwirte wollen aber mehr, beziehungsweise weniger. 7 statt 19% Mehrwertsteuer. Alle verkaufen mit 7%, wir Gastronomen müssen mit 19% verkaufen. Wir haben die Arbeitszeitbeschränkung, wir haben Auflagen. Wir können das finanziell gar nicht mehr überstehen, dass wir mit 19% arbeiten und die ganze Konkurrenz hier im Straßenverkauf macht mit 7%. Brisant, die Hoteliers haben 2009 die Mehrwertsteuersenkung erhalten. Das wollen die Gastronomen nun auch. Doch Schäuble hält dagegen. Über die Mehrwertsteuer, da wird jetzt der Beifall nicht groß sein. Es hilft nichts, wenn Sie mir noch ein bisschen zuhören wollen. Sie können ja zwischendurch durchpfeifen. Sich das Zuhören erträglich machen. Ich denke nicht im Entferntesten daran, die Entscheidung, die wir 2009 getroffen haben, für die Hotelumsätze wieder rückgängig zu machen. Und deswegen bleibt es dabei beim ermäßigten Stand, so wie es beschlossen worden ist. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir alle 2 Jahre raus in die Kartoffeln, wieder rein in die Kartoffeln gehen. Basta. Auch in Bierzeltatmosphäre lässt sich Schäuble nicht zu Wahlkampfversprechungen hinreißen, außer eben zu einem flexibleren Arbeitszeitgesetz. Und dafür gibt es hier am Ende zumindest höflichen Applaus.